Warum bin ich Obstbauer geworden? Das ist mir schon irgendwie in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern haben diesen Obstbaubetrieb bereits angefangen, 1950. Und für mich war überhaupt keine andere Frage, als Obstbauer zu werden, schon immer. Es ist einfach ein Hobby zum Beruf gemacht. Also Himbeeren, muss ich sagen, sind für mich mein Lieblingsobst. Wir stehen hier in einer unserer Himbeerplantagen. Das ist die Sorte Thulamin, eine sehr wohlschmeckende Himbeersorte. Ein wichtiges Argument für uns ist natürlich der Geschmack der Sorte. Und so werden also die Sorten ausgewählt, die wir anbauen, dass sie für den Kunden eben gerade die beste geschmackliche Variante darstellen. Ja, die Himbeere ist ja eine Waldfrucht, die liebt nicht so die direkte Sonneneinstrahlung. Möglichst etwas schattigeres Plätzchen, windgeschützt. Der Boden sollte nicht zu fest sein, humus. Und da muss genügende Wasserversorgung sichergestellt sein, damit man so tolle Pflanzen ziehen kann. Unsere Äpfel, die werden naturnah produziert und es ist sehr wichtig, dass man die Äpfel vom Baum so ohne Nachbehandlung essen kann. Ja, wir bauen 18 Sorten Äpfel an. Dabei teilt sich das danach auf nach Frühsorten, Mittel- und späte Lagersorten. Wir fangen schon früh an. Ende Juli haben wir mit Colina, dann kommt Delba, Elster und so setzt sich das die ganze Saison durch fort. Nachher werden die Sorten gelagert. Und man kann das ganze Jahr bei uns eigene Äpfel kaufen. Unser Äpfel gibt es ausschließlich bei uns selber in unserem Hofladen, den wir ganzjährig geöffnet haben, und an unserem neuen Geschäft am Bismarckplatz. Dann die gelagerten Äpfel gibt es auch im nächsten Jahr dann immer wieder an den Erdbeer- und Spargelverkaufsstellen zusätzlich. In unserem Hofladen kann man nicht nur unsere eigenen Produkte kaufen, als da wären viele Sorten Äpfel, Birnen, Pflaumen, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, alle Produkte, die wir selber produzieren. Auch gibt es viele Sachen, die wir in der Umgebung von anderen Bauern dazu kaufen. Das heißt, hier viele Gemüsesorten. Dann haben wir Milchprodukte vom Bauernhof. Wir haben Käse von verschiedenen Bauernhöfen. Wir haben Wurstwaren von Hofschlachtung. Und Kuchen aus einer nach unseren Rezepten hergestellten Fertigung. Und zusätzlich bieten wir noch an, am Freitag und Samstag frischen Fisch auf unserem Parkplatz direkt vor dem Hofladen, sodass man sich nach Herzenslust bedienen kann.